Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von 7 Days to Die. Ich bin hier bei der Kirche und mit mir ist Christian aka Tycoon. Hi Christian. Hi. Da kommt er auch schon. Und ja. Da ist irgendwo ein Zombie. Ah ja. Ah, scheiß drauf. Die sind hier auch vorne. Na gut, dann machen wir es weg. Irgendwie von hinten, von unserer Seite kommt einer. Ah, der war gleich tot, der war anscheinend schon geschwächt. So ist ein Starmschädel. Irgendwo höre ich doch noch was. Da hinten ist noch einer. Ich glaube, der eine ist drinnen. Ja, wir haben heute Tag 10, es ist 7 Uhr, fast 8 Uhr. Wir haben die Nacht jetzt quasi an unseren Tunnel gegraben und sind da auf eine recht ergiebige Eisenader gestoßen. Wo ist er denn jetzt hin? Da ist er. Ja, hier. Oh. Na, gehen wir weiter in die Richtung von dem. Und wir wollen nochmal noch das Will oder wie das heißt, das Nest. Uns die restlichen Häuser angucken. Also weit ist ja das Dorf ja nicht weg. Und wenn unser Hirsch oder was über den Weg läuft, dann werde ich den so lange verfolgen, bis er aus Erschöpfung zusammenbricht. Ja, das Vogelnest habe ich gesehen. Ich ignoriere das jetzt einmal. Ja, bei mir leckt das manchmal. Ich kann ein Spür von der Konsole lecken. Herzlich willkommen, Sony. So, waren wir hier in dem Eckhaus schon drin? Da waren wir schon drin. Okay, dann gehen wir weiter. Da kommt ja auch schon. Wir waren dahinter schon drin. Das war die Garage. Ah, da. Gut, das war die Garage, wo wir drin waren. Haben wir den Müll? Ja. In dem Haus waren wir auch drin. In dem hier. Okay, hier ist noch eine Garage, hier waren wir noch nicht drin. Oh, bin dabei. Da draußen rennt der Zombie rum. Ich habe Reifen für ein Taschenmotorrad. Sehr schön. Wir gehen ins nächste Haus. Sie müssen ja nicht alle in dasselbe rein. Wo waren wir jetzt da? Hier, dann ist dieses kleine Häuschen
Meines. Hier in dem Haus waren wir noch nicht, ne? Nee. Ich gehe nach oben. Ja. Nee, liegt sonst nichts herum. Hinten die Tür ist offen und es hört sich irgendwie nach Besuch an. So, ja, aber guck mal. Nö, 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 nö. Die Blute ist, hat das Zeitliche gesegnet. Hier ja immer noch welche. Das hätte ich ja fast übersehen. Okay, gut. Kommt da was einer? Nee. Hast du da unten alles angesucht? Ja. Wo ist denn das Drecksvieh? Da, da. Ja, hier rechts daneben, wenn wir rechts, wenn du rausgegangen bist, nach rechts, da ist auch noch einer. Das war noch drin, glaube ich. Nee, doch nicht. Ja, jetzt lass nicht wieder die Hälfte aus, nur weil du einen Keller gesehen hast. Dann möchte es einer, den man durchsuchen kann. Nee. Ein Tisch ist alle hier, sehr gut. Sag nicht, dass da schon wieder ein Tresor steht. Kann ja nicht sein, dass ich jetzt schon wieder voll bin, oder? Doch, hier steht ein Tresor. Nein. Ich hasse das. Warte, komm. Warum hast denn du nur noch immer drauf? Nee, ich hab nach oben gerade geschaut gehabt. Und was ist drin?
Oh, ich konnte nicht. Wir haben Jagdgewehrlauf, Jagdgewehrteile, Schrotflintenteile, Schrotflintenlauf, kurzer Schrotflintenschaft. Mitnehmen oder Also was? ein bisschen. Ja, ich bin gerade dabei. Ich mache noch ein wenig Platz hier. Ich geh mal raus und such den Idioten, der da draußen herumrennt. Warte mal, es gibt noch einen Dachboden. Können wir gleich alles verwerten. Ja, aber ein Dachboden ist nix. Verwirrt man das gleich. Ich habe hier vorne. Warte, das ist das Krankenhaus? Bin nur am Verwerten. Einen Platz zu schaffen. Drinnen. Wollen wir hier nochmal rein oder? Na dann, los geht's. Aber meine Taschen sind so gut wie voll. Sehe hier links wieder Kühlschrank. So. Den Chess-Shit da unten lass ich jetzt liegen, der hilft kein Schwein. Was zerlegen wir denn da? Die Dosen? Den Chess können wir eigentlich Ja, auch wir zerlegen. können ja gleich noch mal zusammenschmeißen irgendwie. Du bist oben, ne? Ja. Was haben wir hier drübes Wasser? Geh oben auf den Dachboden. Ja, mach mal. Was ist das für Geräusch? Da findet man ein Bücherregal und was ist drinne? Papier. Papier. Bin versteckt. Gut. Ich bin draußen. So, naja, ich wollte gerade sagen, lasst mal hier drinnen ganz kurz noch zusammenschmeißen. Sachen. Dann können wir noch ins nächste Haus. Ich denke, wir haben vieles doppelt irgendwie. Ich bin im Wohnzimmer beim Ausgang. So, du hast bestimmt Eisen. Jede Menge. Hier 7200. habe ich dir hingeschmissen. Hast du Papier? Ja. Trübes Wasser? Nein. Nitrat? Nein. Altes Sandwich? Habe ich weggeschmissen. Menschliche Scheiße? Nein. Warte mal, was ist das? Stoff? Ja. Hast du Blei? Patronenhülsen?
Nee. Hast du Blei? Bleib, bleib, ja. Holz? Ja, sowieso wie Holz. Jeder hat Holz. Na, dann gebe ich dir Holz, Stein und Pflanzenfasern hast du auch bei? Sicher, aber immer. Leere Gläser. Das war's auch nicht, muss ich gucken. Nein. Gut, weil dann bin ich nämlich, habe ich wieder ein paar Plätzchen gewonnen. Das freut mich für dich. Gehen wir in das Haus gegenüber. Ja. So, da. Oh, du hast ja mal in den Mülleimer geguckt. Kannst mal sehen. Impressive. Bin denn nach oben? Ich auch. Na gut, dann gehe ich hier weiter und lasse ich dir gleich den ersten Raum, weil das hier ist Oh, schon mit. besser. Der Aktenschrank war leer. Das ist doch gut. So, ich werfe hier nochmal Blei hin. Und Eisen. Holz habe ich auch noch mal. Ja. Wie viel maximales Leben hast denn du jetzt? 114. Okay. Bin ja gut dabei mit meinen 113. Ja, ich gehe nach oben. Nach oben, habe ich gesagt. Da klettert er wieder nach unten. Oh, ein bisschen Essen muss sein. Tresor oben. Nein. Brauchst du nicht Sporttaschen oder Rucksäcke oben? Ja, habe ich schon geöffnet. Auch wieder eine Menge Waffenteile irgendwie. Kann ja was Sinnvolles machen, während ich auf dich warte. Okay, das wäre. Ein Bäumchen umpacken. Geile Animation. Ja, würde ich auch sagen, dass wir dann wieder zurückgehen. Da kann ich auch noch ein paar Bäume klein hacken. Nein, das kann es ja nicht sein jetzt. Bist du nur im Boah, was ist Haus? denn hier los? Warum bist du da so auf Brass aus? Warum? Okay. Ja, ist er hier. Nein, nicht mehr ins Bild laufen. Ich hoffe, Talmon sieht die Folge. Hast du gesehen, Talmon? Zwei Kopfschüsse hintereinander. Irre, oder?
Hinter uns kam, glaube ich, auch einer. Im Krankenhaus. Nee, der kommt aber nicht hin zu uns. Na dann. Gut, ab nach Hause. Was für Richtung ist denn das jetzt so? Die da, oder? Ja, Südwesten, Westen. Was zerlegst du schon wieder? Ein Bäumchen. Wofür? Du trägst doch kein Holz. Doch, ich habe ja wieder irgendwas eingehauen und dann hatte ich gleich wieder Holz dabei. Ja, man denkt, deine Slots sind voll. Ich habe so ein bisschen da rumgeschoben und... Ja, alles klar. Mensch, ich wusste gar nicht, dass hier hinten noch die Brücke ist. Und okay. Dann laufen wir halt über die Brücke. Was haben wir denn hier noch für ein Gebäude, Mensch? Pass and Gas oder so? Pass auf. Ich kümmere mich um die Krankenschwester, die zappelt wenigstens nicht so herum. Der Dicke da. Was macht denn der auf der Brüstung? Ach Gott, der da. Da kommt ja noch eine. So, jetzt, die gute Dame ist auch allzeit bereit. Ach shit, erst. Working Stiff. Hier waren wir noch gar nicht drinne. Das ist cool. Ah Gott, Alter. Dann tun wir das heute essen. Ich hab hier draußen zwei Eier in dem Nest. Na sicher, waren wir da schon drin, oder? Nee, ich bin gerade rein. Ich habe gerade zum ersten Mal was aufgemacht. Ja. Das ist natürlich klasse, dass wir jetzt da vollgepackt hier aufschlagen. Er hat sicher nicht da. Doch, er hat. Erst aus dem Unterweg, den Scheißprügel braucht doch eh kein Schwein. Was haben wir dann hier? Messing. Sehr gut. Hast du Messing? Nein. Aber ich lasse halt sowas wie die Schienen hier.
Was haben wir hier? Glasscheibe und Pilzsporen. Hast du noch ein Blatt? Ja, ich kann einen machen. Warte, hier. Dann kann ich dir nochmal Eisen geben. Dann nehme ich zumindest die Pilzsporen mit. Ich glaube, mit Laser können wir uns echt tot. Alter, wir müssen haben, uns leer machen und kommen wieder hierher. Warum, was hast du drin? Ja, lauter Werkzeug. Ja, hier hinten sind ja auch noch die ganzen Kisten. Ne? Ja, das macht keinen Sinn jetzt da hier. Dann würde ich sagen, ich brich das Video jetzt ab. Wir machen uns leer, kommen wieder her. Und das nächste Mal, wenn wir wieder zocken, schauen wir zum Working Stiff. Jetzt kommt dann noch der Abwurf. Na, dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns. Und wenn dem so sei, würden wir uns über euch einen Support freuen in Form von Däumchen, Kommentaren und Verbreitung in den sozialen Medien. Vielleicht abonniert ihr der eine oder andere sogar meinen Kanal, um die kommenden Videos nicht zu verpassen. Und in der Videobeschreibung poste ich natürlich auch Christian seinen Kanal. Wie heißt dein Kanal nochmal? Hall of Games, wird aber noch ein klein Moment dauern, bis da richtig die Videos an den Start gehen. Muss erstmal noch auf das Equipment warten, hat alles doch nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgenommen habe. Ja, aber nichtsdestotrotz, ihr könnt euch seinen Kanal dann schon mal vormerken und von Zeit zu Zeit mal reingucken, wann er dann jetzt endlich das richtige Equipment geliefert kriegt. Dann kann ich ja ebenfalls loslegen. Gut, dann bedanke ich mich nochmal fürs Zuschauen und wünsche euch einen schönen Tag. Ciao. Tschüssi.